Akribische Vorbereitung mit Sandhügel und Sperrbereich. Wie gefährlich eine Sprengung trotz aller Sicherheitsvorkehrungen werden kann, jetzt im Polizeiticker. Birkenwerder in Brandenburg. Um die A10 sechsspurig auszubauen, muss eine Brücke weg. Und das will gut geplant sein. Nee, das war natürlich vorher geplant. Also das ist jetzt keine spontane Aktion, sondern da war am Montag schon die erste Bauanlaufbesprechung, wo wir schon mal die Einzelheiten geklärt haben. Leider hat sich jetzt der Termin ein bisschen nach hinten verschoben. Aber wir sind guter Dinge, dass das gelingt. Bagger schichten Sandhaufen auf, um die Fahrbahn der A10 vor der herabstürzenden Brücke zu schützen. Ja, also wir ziehen jetzt als Feuerwehr unsere Sicherungsposten und gegen 8 Uhr soll dann die Brücke hier gesprengt werden. Vorher erfolgen dann 2 Warnsignale und wir hoffen, dass es dann gegen 8 Uhr pünktlich vonstatten geht. Die Feuerwehr sichert den Sperrbereich. An dessen Rand warten Schaulustige gespannt auf den großen Knall. Ich denke, die Sprengung ist weitestgehend ordnungsgemäß gelaufen. Wir hatten unerwartet Streuflug in einer Richtung, das werden wir noch untersuchen. Es ist uns äußerst unangenehm. Wir möchten es auch entschuldigen bei den Bürgern, dass sie da in Schrecken geraten sind. Und ich denke, wir werden dort die Ursache ermitteln und verhindern, dass es in Zukunft noch mal so etwas passieren kann. Nur die Bäume neben der Autobahn verhindern, dass die Teile weiterfliegen. Trotzdem landet ein Teil der Brückenkonstruktion gefährlich nah an einem Haus. Er hat von drüben gesagt, hier, irgendwas ist über ihre Köpfe geflogen. Und wir sollten mal gucken. Dann bin ich immer rum, hab mir das immer angeguckt hier und hab das mit ihm gesehen. Ja. Der Stahlträger hat das Haus nur um Meter verfehlt. Ein Meter weiter wäre natürlich eng geworden, ja. Trotzdem bleibt Frank Mark gelassen. Ja, das ist kein Problem. Ein Glück ist ja nicht passiert. Nur halt in Ordnung. Die Aufräumarbeiten an der Brücke laufen. Die Überbleibsel der Sprengung müssen weg, damit die A10 schnell wieder freigegeben werden kann. Also ich hoffe, dass die Brücke jetzt schnellstmöglich abgetragen werden kann und wir Montag früh pünktlich zum Berufsverkehr nicht die Autobahn durch unseren Ort haben, sondern eben den Verkehr der Autobahn wieder auf der Autobahn führen können.